Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Essen oder nicht essen, Gewichtsabnahme funktioniert nicht. Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Bitte denkt an die Kommentare, was ihr so übers Abnehmen denkt. Schreibt mir einfach mal gerne, ich freue mich auf euch. Und Plusweg, ihr wisst, wie das geht, damit mehr Content kommt. Also, zum Patientenfall zurück. Ich hatte eine junge Patientin, die kam und sehr lange, also Tage hatte, wo sie gegessen hat, Tage hatte, wo sie gar nicht zum Essen kam oder abgelenkt war oder einfach nicht gegessen hat mit dem Gedankengang, dass sie lieber abnehmen möchte. Man hat ja früher immer gesagt, lass das Essen weg, oder heute wird ja ganz häufig gesagt, nur zwei Mahlzeiten oder fasten oder mal gar nichts essen, und die Leute würden ja alle zu viel essen. Also man muss immer dazu sagen, wenn ich an Tage habe, wo ich esse, und Tage habe, wo ich zu wenig esse oder Essen weglasse oder Mahlzeiten weglasse, dann führt es immer dazu, dass der Körper Ersatzzucker liefert und dass dieses Nicht-Essen fürs Gehirn am Ende immer gesehen wird wie eine Diätphase. Was dann passiert ist, dass tägliche Jo-Effekte entstehen, weil das Gehirn sagt, hier wird mal gegessen, mal nicht gegessen, hier wird mal gegessen und mal nicht gegessen. Und das führt am Ende ja immer dazu, dass das Gehirn nicht weiß, kriege ich jetzt Energie oder kriege ich keine Energie. Also, es zeigt sich, wenn ich mit Nicht-Essen nicht zum Erfolg komme, dann ist es wichtig, Essen einzubauen. Warum? Möglicherweise natürlich immer etwas, was den Blutzuckerspiegel, also die Insulinspiegel, nicht so hoch treibt. Vorsichtiger mit den Kohlenhydraten sein, Eiweißquelle rein, weil der Körper Energie braucht, um Fett abzubauen. Also im Kopf behalten, wenn das andere nicht funktioniert, das Nicht-Essen mal so, das Ungleichgewicht sozusagen, wenn ich mal esse oder mal nicht esse, kann das Gehirn nicht orten. Deswegen ist es immer besser, Essen einzubauen. Also zumindest meine Erfahrung. Ihr Lieben, denkt dran, Plusweg, kommentiert mal dazu, wie das euch so geht. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße, eure Sandra.